seitdem es Radsport gibt, gibt es Pinkelpausen. Da wird gepinkelt, was das Zeug hält. Im Sitzen, im Liegen, im Stehen, im Hüpfen, im Kriechen. Ihr habt's verstanden. Heute geht's ums Pullern. Wassermarsch. Puh, das war ein wirklicher Notfall. Da musste ich einfach mal im Feld austreten. Aber natürlich sind wir hier bei GCN auf Deutsch in der Regel verantwortungsbewusst und versuchen uns natürlich immer öffentliche Toiletten oder Dixi-Klos zu suchen, auf denen wir unser Geschäft erledigen können. Trotzdem wollen wir heute mal sämtliche Methoden des Wasserlassens im Radsport genau unter die Lupe nehmen. Wir sind gespannt, was eure Techniken sind und ob ihr irgendwelche noch nicht kanntet. Wir beginnen unser Abenteuer auf der heimischen Toilette. Man kennt es, man muss dringend pinkeln, ist mit einer Gruppe verabredet, bei der man jetzt nicht unbedingt zum Pinkeln anhalten möchte oder man möchte die Gruppe einfach nicht aufhalten. Also muss dem Bedürfnis auf der heimischen Toilette nachgegangen werden. Aber was tun, wenn die Trägerhose das ganz entspannte Pinkeln verhindert? Da kommt mein Tipp ins Spiel. Und zwar, man setzt sich einfach verkehrt herum aufs Klo, sieht dabei natürlich total deppig aus, aber mit ein bisschen Schütteln und Klopfen funktioniert das dann auch und vor allem, man macht nichts schmutzig. Oh, wunderbar entleert, kann man danach entspannt auf die Ausfahrt starten, ohne gleich wieder anhalten zu müssen. Dank mir später. Oh, ey. Immer wenn ich an solchen Wasserschleusen hier vorbeikomme, da gehen bei mir auch sämtliche Schleusen auf. Und das ist genau der Augenblick, an dem man Wasser lassen muss. Die am meisten angewendete Technik ist vermutlich einfach die des Fahrrads am Wegesrand abstellen und sich ein ruhiges, stilles Örtchen suchen, auf dem man dann in Ruhe pinkeln kann. Gerade an Fahrradwegen will man natürlich auch niemanden stören und deswegen versteckt man sich am besten da, wo einen keiner sehen kann. Man kennt's. Die Freundschaften werden enger und die Wege werden verlassener. Und man möchte ja unbedingt Zeit sparen und natürlich auch die maximale Gemütlichkeit beim Pinkeln haben. Also wird das Rad nicht weggestellt, sondern man fährt mit dem Rad an den Wegesrand und kann sich dann ganz entspannt aufs Oberrohr setzen und somit maximalen Komfort beim Geschäft genießen. Ganz besonders aufpassen muss man dabei natürlich darauf, dass man nicht gegen einen Hang pinkelt, denn dann läuft einem das Pipi während des Geschäftes einfach wieder auf den Vorderreifen, spritzt einem danach ins Gesicht oder natürlich, es läuft einem auf die Schuhe. Ist mir natürlich alles noch nie passiert. Willkommen zur Königsdisziplin, dem Pinkeln beim Fahren. Das ist natürlich eigentlich nur den Profis vorbehalten, denn sind wir mal ganz ehrlich, so einen Zeitdruck hat man als Freizeitradsportler mit Sicherheit nicht und man möchte ja auch nicht genau auf den Weg pinkeln. Aber wenn man doch mal ganz, ganz dringend irgendwo hin muss, dann muss man doch die Minuten sparen, so wie ich jetzt zum Beispiel im Video für euch live und auf Kamera einfach schön weit nach unten drücken. Oh, das ist Entspannung. Oh, und zack, geht's auch schon weiter. Die letzte Möglichkeit in diesem Video sind natürlich öffentliche Toiletten. Denn wenn man mal nicht im Wald anhalten möchte oder wenn man gleich dann doch mal groß aufs Klo muss, dann braucht man natürlich eine richtige Toilette. Und zum Beispiel im Supermarkt, an der Bäckerei, gibt es natürlich auch eine Personaltoilette. Und die Damen und Herren an der Kasse sind auch meist relativ freundlich und kulant. Und natürlich kann man die Speicher im Supermarkt mit nassen Getränken gleich wieder auffüllen. Hei, 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 hei. Da haben wir heute mal wieder richtig viel gelernt bei GCN auf Deutsch. Das war unsere kleine Abhandlung zum Thema Pipi machen beim Fahrradfahren. Und natürlich seid auch bei diesem Thema wie immer ihr gefragt. Was ist eure Lieblingsvariante fürs Pinkeln oder pinkelt ihr gar nicht beim Fahrradfahren? Und wie verhindert ihr, dass ihr mitten auf dem Weg strollern müsst? Ah ja, und eine Sache noch. Geschlechterspezifisch konnte ich das Ganze natürlich jetzt nicht machen, offensichtlich. Deswegen würde mich ganz besonders interessieren, wie denn die Damen unter euch das Geschäft erledigen. Ob es da auch irgendwelche Tipps und Tricks gibt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt pietätsvoll auch
nach diesem Thema. Macht's gut!